Lifehack, Flaschendeckel, Bohrkrone. Das klingt schon wieder so verboten. Er kloppt in den Kronkorken ein Bit rein und nimmt das als Lochsäge. Also, ganz ehrlich, was für ein Holz soll ich denn dafür nehmen, dass wir den Kronkorken damit überhaupt noch durchkommen? Schnitttiefe passt doch gar nicht. Das passt doch gar nicht zu dem Bild, was wir da gesehen haben. Ja, wir probieren es aus. So, jetzt brauche ich eine dünne Platte. Habe ich irgendwas so Dünnes hier? Pappe, ja, Pappe können wir nehmen. Reduziert auf 3,7 mm. Oh, da ist gar nichts passiert. Ganz ehrlich, ich wollte sogar optimieren und habe eine Gewindeschraube mit reingesetzt. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Wie soll das mit einem Bit funktionieren? Das ist sowas von fake, dieses Video. Und nicht mal da sind wir durchgekommen. 0 von 10 Punkten. Ciao.